Es ist ein Tag wie jeder andere. Und doch stellt sich mir die letzte Zeit sehr, sehr häufig die Frage, wo haben wir den Absprung verpasst? Wann hat es angefangen, dass wir einfach unkontrolliert und massenhaft Produkte konsumieren? Zurückblickend kann ich nur sagen, dass ich es eigentlich vom Elternhaus her nicht vorgelebt bekommen habe, übermäßig Waren zu konsumieren. Ich glaube, es hat sich bei mir ein bisschen daraus ergeben, dass ich dann meine Ausbildung gemacht habe und endlich eigenes Geld verdient habe. Man hatte viele Sachen gesehen, die sehr interessant waren. Man konnte sich diese endlich kaufen. Und dieses Gefühl, sich etwas kaufen zu können, sich selber etwas zu leisten, ist einfach ein fantastisches Gefühl. Und so hat man eigentlich konsumiert, ohne groß drüber nachzudenken. Ein maßgeblicher Faktor, der mir immer wieder ins Auge sticht, ist der gesellschaftliche Druck und das, was man gesellschaftlich vorgelebt bekommt. Aber muss man ein Teil dieser Gesellschaft sein? Kann man sich nicht selbst erfinden und seinen eigenen Weg gehen, auch wenn man dem Ideal anderer Menschen dann nicht entspricht? Minimalismus bedeutet nicht, auf alles zu verzichten. Minimalismus heißt, sich etwas zu gönnen, aber das, was einem wirklich gut tut und nicht das, was man von außen zugetragen bekommt, was einem gut tun könnte.